Guten Abend, meine Damen und Herren. SWR aktuell jetzt mit diesen Themen um 9:45. Spezialeffekte ausgezeichnet. Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall holt den Oscar ins Land. Seine Heimatstadt ist aus dem Häuschen. Bei der Oscarverleihung hat Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall so richtig abgeräumt und die begehrte Trophäe nach Hohenlohe geholt. Ausgezeichnet wurde der 52-Jährige für die visuellen Effekte im Science-Fiction-Film Blade Runner 2049. Die düstere Atmosphäre ist größtenteils handgemacht und das mit Expertenwissen made in Baden-Württemberg, wie Anne Dubowski und Barbara Siebert zeigen. The Oscar goes to Blade Runner 2049. John Nelson, Gerd Nefzer. Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall und seine Kollegen bekommen den Oscar für die besten Spezialeffekte und können es kaum fassen. Dankeschön, Germany. Thank you. Great. Wenige Stunden später, Ortszeit 9.15 Uhr am Morgen in Los Angeles, steht er dem SWR schon wieder in seinem Hotelzimmer für ein Gespräch zur Verfügung. Die Nacht war kurz. Frisch geduscht und 3 Stunden geschlafen. Das muss heute reichen. Im Film Blade Runner 2049 hat Nefzer Schnee, Regen, Nebel und Staub gemacht. Der Thriller mit Harrison Ford und Ryan Gosling spielt in einer düsteren Zukunft, in der die Umwelt zerstört ist. Seine visuellen Effekte erschafft Gerd Nefzer nicht am Computer, sie sind handgemacht am Set. Am schwierigsten war der Nebel. Das Problem war, diesen Nebel, diesen Dunst in dem Studio zu halten. Und dann hatten wir oft zu kämpfen, auch wenn es draußen regnerisch war und die Luftfeuchtigkeit hoch war, dann ging es relativ einfach. Wenn es draußen trocken war, dann war es relativ schwierig. Eigentlich hat er Landwirt gelernt und Agrartechnik studiert. In Schwäbisch Hall stieg er dann in die Filmausstattungsfirma seines Schwiegervaters ein und war für die Spezialeffekte verantwortlich. Dass er ein Handwerk gelernt hat, hat ihm dabei sehr geholfen, so Nefzer heute. In meinem Job ist sehr wichtig, dass man eine handwerkliche oder handwerklich begabt ist, handwerkliche Ausbildung hat, weil man doch viel mit diversen Baumaterialien zu tun hat und dann auch viel am Basteln ist. Ne? Heute feiert auch die Stadt ihren neuen Oscar-Helden. Und wir haben auch heute schon gratuliert und vielleicht schaffen wir es noch, dass wir auch einen Eintrag ins Goldene Buch machen. Also wir freuen uns sehr. Dank Gerd Nefzer sind sich Schwäbisch Hall und Hollywood ein Stückchen näher gekommen. Auch der Schuhmacher Reinhold Elbel hatte durch Nefzer schon einen großen Auftrag in der Filmindustrie. Lederwaren für eine ganze Filmarmee. Das war damals auch eine große Sache und ich gratuliere den Nefzers wirklich von ganzem Herzen. Also die Oscar-Verleihung für die Firma Nefzer finde nicht nur ich, sondern ich glaube, die ganze Schwäbisch-Haller finden das sehr gut. Eines ist klar, die Trophäe wird einen Ehrenplatz in Nefzers Wohnzimmer erhalten. Er kommt mal kurzfristig nach Babelsberg, aber dann bleibt er auf jeden Fall im Ländle in Schwäbisch Hall, ja. Bei all dem Ruhm ist Gerd Nefzer bodenständig geblieben. Erst als die Einladung zur Oscarverleihung kam, hat er sich den ersten Smoking zugelegt, mit 52 Jahren. Eine Investition, die sich gelohnt hat. Die vergangene Nacht wird er wohl nie vergessen.